So, da werden wir wieder. Weiter geht's. Ich habe hier schon mal am Ladebildschirm gestartet, habe gerade hier das Spiel eingelegt. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass unser Charakter jetzt schon Level 70 erreicht hat. Das ist natürlich auch schon sehr cool. Und ich wollte auch was Bestimmtes machen, als ich jetzt hierher kam. Ich weiß es aber nicht mehr. Scheiße. Was wollte ich machen? So, ich wollte noch mal. Was mit Sie? Ich wollte noch mal zu dem König gehen, da wo man den Riesen tötet. Hatte ich, glaube ich, auch vorhin schon mal angekündigt. Ich wollte dann noch mal vor die Königstür gucken, um zu gucken, was ich dafür brauche, um da reinzukommen. Erstmal wollte ich eigentlich ganz gerne den Boss da hinten machen. Weil ich auch ein bisschen, weiß ich nicht, es reizt mich ein bisschen zu gucken, wie der geht. Also, der reitet da die ganze Zeit rum mit den scheiß Skeletten. Ich habe ja auch mal gegen die Skelette gegengehauen. Mir ist ja dann auch aufgefallen, dass die ja dann auch. Dass die ja dann auch wieder neu spawnen. Die werden ja wieder erweckt von ihm. Das ist schon ganz schön interessant. Wirklich jetzt sehr gespannt, auch wie lange wir dafür brauchen. Irgendwie muss der Typ ja runterkommen von seiner Kutsche. Oder ich schieße da mit dem Bogen rauf, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil es gab noch nie einen Boss, den man nur mit dem Bogen abgeschossen hat. Ich mag die nicht mit den großen Äxten. Die sind ganz schön. Ja, ganz schön aggro. So, jetzt muss ich hier vorne mal ein bisschen mehr Geduld rangehen. Dann brauchen wir zwar ein bisschen länger für diesen Abschnitt, aber dafür muss ich ihn nicht nochmal 3000 Mal machen. Da haben wir ihn doch. Noch so ein Schild, womit man noch seine Regeneration von der Ausdauer erhöhen konnte, damals bei Dark Souls 1. Das Graswappenschild war das, glaube ich. Ich glaube, das konnte das. Weil irgendwie die Ausdauer so langsam hochgeht. Ach du Scheiße, ich bin noch viel zu weit. Ruhig, ruhig. Ah, ich habe ihn nicht anvisiert bekommen. Dabei raus, wenn man wieder so viel labert nebenbei. Banditen Großaxt. Ja, genau. Ich wollte ja das Dings mal spielen. Scheiß Morgenstern. Was mir so ein bisschen fehlt, ist von Dark Souls 1, dass du eigentlich alle Waffen, so einen Morgenstern und so eine ganz normalen Schwerter schön zum Feuerschwert machen kannst. Aber ich habe ja hier auch so wenig Schmiede gefunden. Also ich habe ja nur einen Schmied, glaube ich, gefunden. Das ist ja echt schlecht. Dann kann es ja natürlich nichts werden. Das war super. Alter. Also lustig ist was anderes, würde ich mal sagen. Das war ja mal richtig geil.
2, okay. Natürlich ein Riesenwumms, diese Scheiße, ne? Vor allem, weil man ja bei Dark Souls 1 quasi einen schönen Vorteil hatte, wenn man so ein Flammschwert hatte. Weil da hat zwar die Boni verloren für Stärke und Beweglichkeit und so weiter, aber ich nehme jetzt mal wieder das Schwert, das ist sicherer. Aber dafür war es natürlich um einiges stärker. Konnte man schön im ersten, also im ersten Durchlauf und dann auch in einem NG Plus, im zweiten Durchlauf konnte man eigentlich noch schön mit den Waffen spielen, je nachdem wie viel man gelevelt hat. Und dann konnte man nachher erst auf die Plus 15 Waffen wechseln, das war eigentlich mal ganz gut. Fehlt mir das so ein bisschen, man hat echt wenig Damage mit den Dingern. Ich muss gleich mal gucken, was der Morgenstern für Boni hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass der einen Stärke-Boni hat auf B. Weil der ist echt... echt nice. Bin also ein richtiger Stärke-Fan. Eigentlich spiele ich lieber auf Beweglichkeit. Macht mehr Spaß. Aber ich finde es brutal, wenn die einfach so eine riesen Schwerter in der Hand haben und da richtig drauf kloppen. Allerdings muss ich sagen, machen die Schwerter ein bisschen wenig Damage. Also wenn man mal sieht, was die mit den Zaubern abreißen, das ist eine ganz andere Geschichte. Hätte ja beinahe wieder geklappt, ey. Das ist super, dass man den hier so ausparieren kann. Da. Nicht klasse. Kann mir mal gerne sein Schwert droppen. Wichser. Wo ist der andere Vogel? Du kommst von hinten, du kleiner Pisser. Der ist so schlecht, ey. Der ist richtig schlecht. Oh. Stimmt, die Peitsche haben wir gedroppt vorhin. Kann ich jetzt mal gucken, was der für ein Boni hat? Hier ist die Peitsche. Die hat auch nur ein B-Boni auf Geschicklichkeit. Okay, plus 15 oder plus 10, ich weiß nicht, wie hoch es hier geht. Wird die dann wahrscheinlich eine A-Boni kriegen. Was hat der? C-Boni. Schwert. Ja. Wie schlecht. Gar keine Blutung? Komisch. Jetzt wollte ich gucken, den Morgenstern. Da ist er. C-Boni nur, Alter, wie lächerlich. Ist das lächerlich. Was war da unten? Komm mal hin. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Irgendwo muss es hier ein Leuchtfeuer geben. Ich bleibe bei dem Gedanken. Ich denke, dass das hier auch nicht das Ende des Gebietes ist. Richtig schön schlecht. Ich dachte, man kann da außen einfach lang rollen, aber anscheinend nicht.
Man hat so einen arschlangen Weg dahin. Aber ich kann auch einfach durchrushen eigentlich. Das mache ich jetzt auch. Weil wir haben jetzt zweimal bewiesen, dass wir da durchkommen gegen die Gegner. Das ist ja auch kein Hexenwerk. Und irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann müssen wir uns auch mal um den Boss kümmern hier. Da werde ich auch noch meine Versuche brauchen. Ist jetzt ein Witz. Das war doch jetzt ein Witz, dass er genau da zumacht. Dumme Wichser. Piss dich. Ich hasse sowas, ey. Ich hasse sowas. Wie langsam die grüne Leiste hochgeht, das geht nicht in meinen Kopf rein. Das ist ja schon relativ schnell. Unten war doch was, oder nicht? Was gesehen. Bitte, bitte nicht. Oh. Oh, Alter. Wie geht das hier wieder los, ey? Schaffe ich doch nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwo hier Ausschau halten nach irgendwas. Kann ich hier oben irgendwas anvisieren? Nee. Der ist schon wieder, Alter. Weg. Das sind nur Gegner, ganz normale. Boah. Das schieße nicht. Boah. What happened? Geil. Jetzt renne ich aber erstmal. Was ist das Pferd? Wo ist der Typ? Was ist das denn für eine kranke Scheiße? Damals gab es für sowas immer noch göttliche Waffen. Die waren zwar für den Arsch. Jawoll! Weg, weg, weg. Ich hab da gerade so einen schimmernden Stein genommen. Wow, wow. Der regeneriert mehr, nur langsam, aber auch langsam. Das ist ja bescheuert. Schön, dass du so ein Hurensohn bist. Weg, Mann! Ach, Wichser. Wichser!
Das ist echt sehr demütigend. Naja, damit wir überhaupt irgendwas erreichen, werde ich dann jetzt mal hinreisen. Hierhin. Ich weiß hundertprozentig, dass ich vor so einer Tür stand, die zum König kommt. Und hier Blödbirne, wo man immer skillen kann, die sagt ja auch immer, dass man irgendwie verflucht ist und man zu einem Scheißkönig gehen soll. Ich dachte, das sagt sie immer nur, wenn man kein Mensch ist, aber als ich Mensch war, hat sie das auch gesagt. Die Tür hier oben habe ich noch nie aufgekriegt, das weiß ich. Die geht auch mit dem Soldatenschlüssel auf. Hier war ich noch nicht. Ruhe. Nicht, dass hier ein Vieh von hinten kommt, aber eigentlich bin ich ja hier in den Anfangs relativ low sind. Jetzt habe ich Reparaturpulver gefunden, ich kotze. Siehst doch, was hier so ein Pisser liegt. Kleiner weißer Symbolspeckstein, das ist doch nice. Und Estus Flaconschäbe ist doch für diese komischen. Meine Flakons, ist auch geil. Oh, geil. Ja, göttlicher Segen, super. So, jetzt suche ich aber weitere Türen. Hier kann man ja auch noch runter. Stimmt. Oh. Kleiner Pisser! Ist das ein Assi, Alter. Die sehen aber nicht nett aus. Hier beende ich dann jetzt mal das Commentary und werde dann hier gleich weitermachen.